Ja, meine Damen und Herren, noch etwas später, noch ein wichtiger Antrag, ein Geschäftsordnungsantrag. Ich bitte Sie alle an den Bildschirmen, schalten Sie nicht aus. Es ist ein spannender Antrag, der es in sich hat. Denn dieser Antrag beinhaltet, dass wir den Bundestag auffordern, mehr und ehrlicher zu arbeiten, meine Damen und Herren. Und Sie werden an den Reaktionen der Altparteien feststellen, an den Reaktionen am zu erwartenden Geschrei der Altparteien feststellen, was Sie davon halten, nämlich gar nichts. Das wird sich im Laufe der Debatte umsetzen. Meine Damen und Herren, man hat sich bei den Altparteien gemütlich eingerichtet. 21 von 52 Wochen, nur 21 von 52 Jahreswochen in Berlin zu verbringen, das muss reichen. Und in diesen 21 Wochen schaut man dann mal gelegentlich im Bundestag vorbei und tut so, als würde man ein Abgeordneter sein. Meine Damen und Herren, wir sagen, das reicht nicht. Die Würde dieses Hauses, die Würde und die Stellung dieses Bundestages verlangt nach Präsenz. Denn wir sind kein Gremium von Spartenpolitikern. Wir sind die Vertretung des deutschen Volkes, und zwar des gesamten deutschen Volkes. Und dieses Volk hat einen Anspruch darauf, dass wir in Gesamtheit hier auch zusammensitzen und debattieren. Die AfD, meine Damen und Herren, schwächelt ab und zu auch. Das liegt aber ganz wesentlich daran, dass die Geschäftsordnung des Bundestages zulässt, dass die Bundestagsgeschäftsordnung zulässt, dass parallel, merken Sie das Geschrei draußen, alle wollen weniger arbeiten, hier bei den Altparteien, nur die AfD nicht. Sehen Sie das? Die Geschäftsordnung des Bundestages lässt es bisher zu, dass parallel zu Plenarveranstaltungen auch Ausschüsse tagen. Allein in dieser Woche tagte der Sportausschuss parallel zum Plenum, der Haushaltsausschuss, der Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union, der Ausschuss für Gesundheit, der Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, der Ausschuss für Tourismus, der Ausschuss für Kultur und Medien, der Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen sowie der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung. Heute fand noch eine Sitzung des Ältestenrates, des Wahlprüfungsausschusses und eines Untersuchungsausschusses statt. Das alles parallel zu Bundestagssitzungen, was zur Folge hat, da man nicht an zwei Positionen gleichzeitig sein kann, dass massiv in die Rechte des Abgeordneten eingegriffen wird, weil er sich entscheiden muss, mache ich entweder Ausschussarbeit oder gehe ich ins Plenum. Das ist aus meiner Sicht verfassungswidrig. Das geht nicht und das wollen wir abschaffen. Eine Lösung wäre auch, ich höre hier Arbeitsparlament, wir sind ein Arbeitsparlament. Wie hochnäsig und arrogant ist das denn? Meinen Sie, andere Parlamente auf der Welt wären keine Arbeitsparlamente? Natürlich gibt es nur Arbeitsparlamente auf dieser Welt. Das heißt doch nicht, was setzen Sie sich da für eine Krone auf? Ich finde es unsäglich, diese Erhebung über andere Parlamente in Europa und auf der Welt. Meine Damen und Herren, die Lösung wäre so einfach. Wir fangen einfach am Montag etwas eher an. Oder wir machen Freitag etwas länger. Oder, oh Schreck für die Altparteien, wir kommen einfach mal häufiger nach Berlin und machen unsere Ausschusssitzungen außerhalb von Sitzungswochen. So einfach ist die Lösung, meine Damen und Herren. Deshalb bitte ich Sie ganz dringend, im Interesse dieses Bundestages, der Würde dieses Hauses, im Interesse unseres Ansehens draußen, unserem Antrag zuzustimmen und ab sofort zu vermeiden, dass dieser Plenarsaal deshalb leer ist, weil parallel Dutzende von anderen Veranstaltungen stattfinden. Vielen Dank. Thank you.